Herzlich willkommen am Lausitzring Lauf 4 der Deutschen GT-Meisterschaft 2021. Wir sind hier zu unserer Pressekonferenz am Freitag, haben jetzt gleich im Verlauf Dries Fantor, haben unseren Tabellenführer Michael Ammermüller und Robert Renauer zu Gast zum Auftakt von unserem Rennwochenende hier bei schönstem Wetter in der sonnigen Lausitz. Kurze Info zum Verlauf. Wenn es Fragen gibt an unsere Fahrer im Verlauf der Pressekonferenz, bitte die Fragen entsprechend in den Chat posten und wir beantworten die dann während der Pressekonferenz. Fangen wir mal an. Dries Fantor, schön, dass du Zeit gefunden hast, hier vorbeizuschauen. Bevor wir über den Lausitzring sprechen und dieses Wochenende, was vor uns liegt, müssen wir noch mal einmal darüber sprechen, was du in diesem Sommer so gemacht hast. Seitdem wir uns das letzte Mal Anfang Juli in Holland gesehen haben, ist einiges bei dir passiert. Du hast uns sehr, sehr viel Freude bereitet bei den 24 Stunden von Spa mit einem wahnsinnigen Duell in der Schlussphase, wo du um den Sieg gekämpft hast. Bist in einem privaten Porsche in der GTE-Klasse in Le Mans auf Pole gefahren, hast die Ajax-Autos hinter dir gelassen, hast den Titel geholt im Sprint Cup, hast den Titel geholt in der GT World Challenge Gesamtwertung. Wie geht das denn jetzt noch weiter in diesem Jahr? Hoffentlich noch sehr gut. Natürlich, wenn du über Spa redest, war vielleicht für mich das Rennen, dass ich ja hoffentlich so schnell möglich, also am Ende P2 war schön, aber wenn du am Ende in die letzten 5 Minuten in Führung bist und dann es verliert, ja, wirst du es vielleicht schnell vergessen. Aber am Ende, wenn du schaust, wo wir gestartet sind, sobald Letzte und dann am Ende Zweiter gefinisht sind, war eine schöne Geschichte für uns und war ein schönes Rennen. Und ja, und dann Le Mans war, ja, natürlich war der Highlight Super Bowl. Danach war eigentlich nichts mehr drin. Wir haben nicht so ein gutes Rennen gehabt. Das Auto war nicht mehr gleich, wir haben nicht mehr die gleichen Änderungen gemacht, die wir wollten. Und ja, da war es eigentlich, sind wir einmal zwei Runden hintergekommen. Und dann, ja, wenn du in Le Mans zwei Runden hinter bist, dann, ja, dann ist es eigentlich schon ein bisschen vorbei. Aber natürlich, der Super Bowl war richtig schön mit einem Privat-Porsche gegen die Werksautos. Das ist natürlich immer die Frage, wer oder alles schon alles gegeben habe, aber am Ende war es auf das Moment Super Bowl und war es auf das Moment wichtig, um vielleicht vorne zu sein. Aber dass wir da Erste waren oder Pole haben, haben glaube ich alle niemals gedacht. Und ja, darum war es, glaube ich, so eine schöne Moment für uns alle. Und ihr habt schon 2 Titel in der Tasche. Ja, habe ich den Sprint-Titel in Brands Hatch haben wir geschafft. War eine super Saison und wir haben eigentlich noch ein Rennen zu kommen in Valencia in 2 Wochen. Und um jetzt schon die Sprintmeisterschaft zu holen, ist richtig schön. Zusammen mit VAT und Charles habe ich, glaube ich, eine super Vorbereitung gehabt. Viel getestet auch und ja, ich glaube, für jede Strecke das Gleiche oder das Richtige gebraucht und auch zusammen mit der Mechaniker, die unglaublich stark sind in den Pitstops, haben wir, glaube ich, eine gute Saison des Sprint gehabt und jetzt overall auch letzte Woche. Aber da ist noch eine der Endurance in Barcelona, der noch gibt. Wird nicht einfach, aber will natürlich auch probieren reinzuholen, aber da müssen wir noch sehen, was da geht. Ja, dann kommen wir mal zu diesem Wochenende Lausitzring. Im vergangenen Jahr starker Einstand hier mit Team WRT im ADAC GT Masters, als wir im Sommer die Saison hier begonnen haben, etwas verspätet. Bist du auf Pole gefahren, ihr habt das erste Rennen gewonnen. Du hältst hier den Quali-Rekord, du hältst hier den Rundenrekord im ADAC GT Masters. Okay. Wie geht es an diesem Wochenende weiter? Wüsste ich eigentlich gar nicht. Also so ist schön. Wir sollen es sehen. Ich meine immer, ADAC ist immer ein bisschen schwer einzuschätzen, wo du bist. Bis Samstag oder Freitag zweite Session oder eigentlich nur Samstag. Also
gestern war nicht so ganz einfach für uns. Wir haben jetzt ein bisschen Änderungen gemacht für heute. Ging ein bisschen besser, aber noch nicht, wie wir wollen. Es ist nicht so, also ich glaube, es geht nicht so gut gehen wie letztes Jahr, aber wir gehen natürlich immer probieren, volle Attacken zu geben und bleiben zu arbeiten und probieren, die richtigen Änderungen zu machen im Auto und auch für uns. Und dann können wir hoffentlich mal gute Punkte holen hier dieses Wochenende und probieren mal ein bisschen wieder näher ranzukommen in der Meisterschaft. Nach Zandvoort fahren wir natürlich mit der Success Ballast im Rennen ein, was nicht so einfach wird, aber wir gehen es sehen. Lausitzring, in der Streckenvariante, wie wir ihn fahren, ist die kürzeste Strecke im Kalender des ADAC GT Masters. Was macht den Lausitzring so schwierig oder ist er schwierig oder was ist hier die größte Herausforderung? Ich glaube, es ist nicht die schwierigste Strecke von der Kalender, aber es ist schön, dass du ein bisschen gegen die Mauer, also gegen näher die Mauer fahren kann. Curve 5, glaube ich, ist es. Das ist ein bisschen bumpy. Du hast ein paar Dinge, also eine schöne, sagen wir das, Flow, die du haben musst, wenn du deine Runde zusammenfahren willst. Ich glaube, dass das ein bisschen das was der Lotusring ein bisschen spezieller macht. Was habt ihr euch ausgerechnet für dieses Wochenende? Mit welchem Ergebnis wärst du zufrieden am Sonntagabend? Zweimal gewinnen, zweimal Pole und zweimal schnellste Runde. Okay, das sind bescheidene Ziele. Das ist sehr schön. Schau mal, ob es Fragen an dich gibt. Im Chat gibt es keine Fragen. Gibt es Fragen an den Dries hier aus der Runde? Bitte? Okay, ja, Moment, das ist ja eine ewig lange Frage. Ja, wir haben es gerade gesagt, deine Sommerpause oder die Sommerpause des ADAC GT Masters mit deinen Aktivitäten bedingt natürlich auch, dass du hier aus der Serie ein bisschen raus warst. Wie einfach fällt dir das hier wieder jetzt einzusteigen und in der Serie wieder zurück zu sein? Ist das eine große Umstellung oder ist das Audi so gewohnt und die Zusammenarbeit mit Charles, dass es wie in guten Turnschuh steigen ist? Ich glaube, natürlich ist es immer einfach, dass wir immer mit gleichem Team fahren, also immer mit Charles und immer gleiche Ingenieur, dass das das Einfachste ist. Aber natürlich fährst du mit, also im Blaubeer mit heißen Reifen. Hier sind die nicht heiß. Ich glaube, das ist eine große Änderung. Aber ich glaube, wenn du eine Session oder zwei Sessions gehabt hast, dass du einmal wieder gewöhnt bist, wie alles geht. Und das ist, glaube ich, die große Änderung von alles. Also, das ist nicht so eine ganz riesengroße Änderung, nur von der Reife her. Wie hilft dir das, im Rhythmus zu bleiben? Am vergangenen Wochenende bist du mit deinem Auto am Nürburgring gefahren, mit den gleichen Reifen, nur geheizt. Aber hilft es einfach, da drin zu bleiben? Ich glaube, für mich die größte Änderung war, vom Le Mans wieder im R8 zu gehen. Das war wieder war nicht so einfach, habe ich ein paar Runden gebraucht, um wieder, also der Pirelli und der auch wieder, getting used to. Aber ja, nach 10 Runden, 15 Runden bist du es wieder gewöhnt und dann geht es wieder. Das war, glaube ich, das größte Moment für mich dieses Sommer. Okay, danke Dries. Gibt es noch weitere Fragen hier? Nicht, dann würde ich sagen, danke. Und Dankeschön. Dann sehen wir uns hoffentlich morgen wieder. Danke. Ja, kommen wir zu unserem Tabellenführer, Michael Ammermüller. Michael, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier vorbeizuschauen bei uns. Lange Pause jetzt im ADAC GT Masters seit Zandvoort. Wir denken mal noch ein bisschen länger zurück. Lausitzring 2011, was fällt dir dazu ein? Lausitzring 2011. Das ist schon so lange her, da kann ich mich immer dran erinnern. Da hast du hier gewonnen, ja? Zusammen mit dem Basti Asch helfen wir dir, deiner Erinnerung mal auf die Sprünge. Damals im A-Works Porsche. Hier
Porsche und Lausitzring, das passt eigentlich schon immer ganz gut zusammen. Das ist die Marke, die hier im ADAC GT Masters am erfolgreichsten ist. Warum ist der Porsche hier so gut? Ja, das stimmt. Also Porsche war eigentlich jetzt immer schnell hier die letzten Jahre. Auch letztes Jahr waren wir sind Zweiter geworden und Vierter. Für das erste Rennwochenende war das ganz gut mit dem neuen Team. Und auch die anderen Porsche waren letztes Jahr ziemlich stark hier. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir dieses Jahr auch wieder stark sind. Ich hoffe es, das sehen wir dann morgen. Warum der so schnell ist, ist vielleicht schwierig zu sagen, aber ich glaube, dadurch, dass sehr viele langsame Kurven sind und mit dem Porsche haben wir halt einfach ein bisschen mehr Traktion, dadurch, dass der Motor hinten ist und ja, das hilft mit Sicherheit auf dieser Strecke. Wir müssen noch mal gerade kurz zurückblenden. Zandvoort Anfang Juli, das war so ein bisschen so ein Wochenende zum Vergessen für euch. Gerade noch so ein paar minimale Punkte irgendwo mitgenommen. Es hat euch gerade so gereicht, dass ihr die Tabellenführung über die Sommerpause gerettet habt. Wie war so die Zeit nach Zandvoort? Habt ihr da irgendwelche Änderungen im Team gemacht, um jetzt wirklich in den nächsten zwei Monaten, wo es um den Titel geht, spot on zu sein? Ja, ich meine, Zandvoort war im Endeffekt deswegen schlecht, weil wir im zweiten Rennen ausgefallen sind in der letzten Runde als Fünfter. Wenn wir das noch ins Ziel geschafft hätten, wäre es eigentlich ein ganz gutes Wochenende gewesen. Ich glaube, Zandvoort war allgemein jetzt nicht die Porsche-Strecke, wo der Porsche jetzt richtig stark ist. Das, glaube ich, war eigentlich ein bisschen das Hauptproblem. Geändert haben wir eigentlich jetzt vom Team her nicht viel. War jetzt eine lange Pause dazwischen. Wir haben uns im Endeffekt, wie gesagt, das Wochenende ist eigentlich sehr gut gelaufen, ohne den Ausfall, das war ein bisschen Pech war. Deswegen, wenn wir so weiterarbeiten, glaube ich, wie die letzten Rennen, dann müsste das schon ganz gut passen. Wir haben gestern hier schon einen Test gehabt vom ADAC GT Masters. Wir haben heute Morgen das erste offizielle Training gehabt. Wie seid ihr mit dem Auto zufrieden? Passt schon alles oder habt ihr noch ein bisschen Handlungsbedarf? Zufrieden sind wir nie. Also es gibt immer was zum Verbessern. Aber wie gesagt, wir haben eigentlich gestern den Testtag genutzt und das Auto auf alle Fälle verbessert. Im Moment ist es immer noch schwierig zu sagen, wo wir dann wirklich stehen. Man hat auch letztes Jahr gesehen im Qualifying, wie eng das hier ist. Also da geht es um, ich glaube, die ersten 15 oder 16 waren innerhalb von 2 oder 3 Zehntel. Also das ist sehr eng gewesen. Und ich glaube, das wird morgen genauso sein. Und wie gesagt, man muss ja eine perfekte Runde erwischen. Und dann steht man vorne. Oder wenn man einen kleinen Fehler macht, dann ist wahrscheinlich schon, sind es gleich 5, 6 Plätze, dass das einen kostet. Deswegen glaube ich, dass es hier mit Sicherheit wieder ganz eng sein wird und man muss einfach eine perfekte Runde erwischen. An diesem Wochenende gibt es zum ersten Mal seit SSR Performance, ja stimmt nicht so ganz, aber erstmals seit Anfang letzten Jahres hier wieder Fans im Fahrerlager. Hast du Autogrammkarten eingepackt ausreichend? Wir haben genügend Autogrammkarten dabei. Wir haben die Anfang des Jahres gedruckt und da ist noch nicht so viel gegangen bis jetzt. Schauen wir mal, was dieses Wochenende passiert. Aber ich freue mich auf alle Fälle, dass Zuschauer endlich wieder ins Fahrerlager dürfen. Schon langsam ist es ein bisschen langweilig, wenn keiner rein darf. Das ist jetzt schon lang her, bis dass da mal wirklich Zuschauer richtig ins Fahrerlager durften. Und ist schon besser, wenn mehr Leute da sind. Was habt ihr euch für ein Ziel gesetzt, du und der Mathieu, an diesem Wochenende? Oder mit welchem Ergebnis werdet ihr hier zufrieden? Der Dries hat ja gerade schon ein sehr bescheidenes Ziel formuliert. Was hältst du dagegen? Okay, 2 erste Plätze sind immer gut. Das würde man auch mitnehmen. Ja, mal schauen, braucht auch ein bisschen Glück. Aber wir möchten auf alle Fälle so viele Punkte wie möglich machen und natürlich die Tabellenführung mitnehmen zum nächsten Rennen. Aber schauen wir mal, wie gesagt, zweimal Podium wäre schon ziemlich gut, glaube ich. Aber nochmal abschließend einmal auf die Tabelle schauen. Ihr liegt knapp vorne. Jetzt haben wir in den nächsten 8 Wochen die Titelentscheidung bis zum Nürburgring. Wen siehst du als härtesten Konkurrenten an? Das ist ganz schwierig zu sagen, weil es sind sehr viele ganz knapp dran, sage ich jetzt mal.
die wo punktemäßig da noch ganz vorne mitmischen. Und es sind alles verschiedene Marken und Hersteller. Das kommt jetzt ein bisschen darauf an, wie die Autos auf den nächsten Rennstrecken dann funktionieren, welcher da vielleicht ein bisschen einen Vorteil hat oder einen Nachteil hat und wie viele Fehler die einen oder anderen machen. Das wird wahrscheinlich entscheidend sein, weil ich glaube, die, wo jetzt alle vorn sind, von den Punkten her, die sind alle schnell. Wie gesagt, der Unterschied wird dann sein, wer macht die wenigsten Fehler, wer ist am konstantesten. Immer gewinnen kann man nicht, das haben wir schon gesehen. Das funktioniert nicht, deswegen muss man immer schauen, dass man so viele Punkte wie möglich mitnimmt. Und ich glaube, der, wo das dann am Ende am besten macht, der wird wahrscheinlich dann auch am Ende ganz oben stehen. Aber es wird definitiv, glaube ich, bis zum letzten Rennen, bis zur letzten Runde gekämpft. Also das wird, glaube ich, nicht, dass es irgendwie vorher eine Entscheidung gibt, dass da frühzeitig einer Meister wird. Das kann man nicht vorstellen. Also das wird bis zum letzten Rennen, letzte Runde, glaube ich, offen sein, schätze ich jetzt mal. Prima, dann freuen wir uns, wenn deine Prophezeiung so eintreten würde. Gibt es hier aus der Runde noch Fragen an den Michael? Keine? Dann würde ich sagen, vielen Dank und danke. Viel Erfolg noch am Wochenende. Robert Renauer, herzlich willkommen hier. Du bist auch so ein Marathonmann für 24-Stunden-Rennen in der Sommerpause. Seid in Le Mans gefahren, zum ersten Mal mit Herbert Motorsport. Bist am vergangenen Wochenende in Barcelona gefahren. Hast mal wieder ein 24-Stunden-Rennen gewonnen, sogar von der Pole aus. Wie viel zu 24-Stunden-Sieg war das jetzt für dich? Insgesamt war es, glaube ich, der 6. 24-Stunden-Erfolg. Und 8-12 Stunden-Rennen bis jetzt gewonnen. Okay. Also wir sind relativ viel diesen Sommer gefahren. Spa hast du jetzt vergessen in der Auflistung, da waren wir auch dabei mit einem Pro-M-Auto. Haben überall das Ziel gesehen, was auch schon mal ein guter Erfolg ist. Klar haben wir uns in Le Mans ein bisschen mehr erwartet, aber es war ein mega aufwendiges Projekt mit dem RSR. Wir haben das Auto relativ spät bekommen und dafür war es eigentlich auch ein gutes Ergebnis, überhaupt das Ziel gesehen zu haben. Wie war es für dich, das erste Mal in Le Mans zu fahren und dann halt auch mit dem eigenen Team dabei zu sein, wo man sich ja wahrscheinlich noch um viele, viele andere Dinge mehr kümmern muss, als sich salopp gesagt einfach nur ins Auto zu setzen und 13,6 Kilometer da rumzufahren? Ja, das stimmt. Der Aufwand außenrum war schon immens in Le Mans. Dazu kam natürlich das neue Auto für uns, neue Rennstrecke, wo ich noch nie einen Meter gefahren bin und ja. Ich habe mich nicht ganz so leicht getan wie der Dries, Hut ab vor seiner Leistung im Qualifying. Uns hat ein bisschen Pace gefehlt, warum wissen wir jetzt auch nicht, aber wir waren auf jeden Fall nicht dort, wo wir eigentlich sein wollten in Le Mans. Dafür seid ihr hoffentlich an diesem Wochenende dort, wo ihr hin wollt, weil der Lausitzring ist irgendwie so ein bisschen Herbert Motorsportland, Robert Renauer Land. Du hast hier 2013, 2016, 2017 gewonnen. Im Porsche im vergangenen Jahr, was du beim Herbstrennen zweimal auf dem Podium, wir erinnern uns an ein tolles Doppelpodium mit Alfred zusammen, wir erinnern uns an eine starke Leistung in den Sommerrennen mit keinem so guten Ausgang für euch, aber Lausitzring, das taugt euch, oder? Ja, komischerweise waren wir hier immer stark, wie du schon sagst, haben auch viele Rennen gewonnen. Uns liegt die Strecke einfach, wir haben jetzt auch viele Testkilometer hier abgespult, haben zum Beispiel auch den RSR-Test, den einzigen, den wir gemacht haben, haben wir hier im Lausitzring gemacht. Sven war vor 2 oder 3 Wochen 3 Tage lang hier testen. Ich denke, wir sind perfekt vorbereitet für das Wochenende, hat man auch gestern gesehen. Das Auto ist in einer sehr guten Balance mittlerweile. Ich hoffe einfach, dass wir dieses Wochenende mal diesen ersten Podiumserfolg feiern können in diesem Jahr. Letztes Jahr waren wir regelmäßig am Podium, dieses Jahr haben wir es leider noch gar nicht geschafft. Deswegen ist es jetzt allerhöchste Zeit, mal Ruder umzureißen und auch mal vorne aufs Podium zu kommen. Muss man fragen, woran hat es gelegen bisher? Das ist eine gute Frage. Wir hatten Oschersleben natürlich auch die falsche Reifenwahl getroffen. Da wäre natürlich auch ein Podium drin gewesen. Red Bull Ring und Zandvoort, muss man auch sagen, waren wir einfach zu schwach. Warum wissen wir auch nicht, aber es sieht da ganz gut aus, dass wir dieses Wochenende einen richtigen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben. War es denn so, dass das Geheimnis, hier am Lausitzring dann schnell zu sein und am Ende vorne zu stehen? Ich denke, ein richtiges Geheimnis gibt es nicht. Man muss die Runde perfekt treffen, wie der Michi schon gesagt hat. Das Qualifying ist immer so eine enge Kiste. Die Strecke ist nicht die anspruchsvollste im Kalender.
zeigt sich dann aber auch in den Abständen zwischen den Fahrern. Deswegen macht jeder kleine Fehler einen riesen Unterschied aus. Und ja, das ist hier das Anspruchsvolle, eine perfekte Runde abzuliefern und dann den Grundstein zum Erfolg zu setzen. Weil im Rennen kommst du hier genauso schlecht nach vorne wie auf anderen Strecken. Du hast wenig Überholmöglichkeiten. Deswegen ist das Qualifying so mit der Keypoint am ganzen Wochenende. Der Lausitzring liefert aber schon immer ganz gutes Racing eigentlich im ADAC GT Masters in Turn 1 oder manchmal auch hinten raus. Würdest du das als Fahrer unterschreiben? Ist nicht die anspruchsvollste Strecke, aber gut für die Show? Für die Show allemal. Man hat viele enge Ecken, wo sich das Feld auch ein bisschen staut. Gerade so, wenn 3, 4 Autos hintereinander sind, kann man da schon mal als Viertplatzierter auch mal Attacke starten. Die letzten Rennen waren alle spannend. Mal schauen, was uns dieses Wochenende erwartet. Gut, die Saison von Herbert Motorsport beginnt am Lausitzring im GT Masters, hoffentlich für euch. Auch Frage an dich, Autogrammkarten dabei oder Poster für die Fans? Genug, ja. Schon das ganze Jahr. Wir haben es in Le Mans gesehen, da waren ja 50.000 erlaubt. Es hebt die ganze Atmosphäre, auch im Fahrerlager. Man merkt, dass wieder ein bisschen mehr los ist und ist auf jeden Fall eine Aufwertung auch wieder für die Rennserie. Ja, Aufwertung für die Rennserie. Wir haben einen neuen Turm gebaut im Fahrerlager. Bist du schon drauf geklettert? Nee. Gut. unser eBay-Turm in Turn 1, 9 Meter hoch. Da kannst du dann mal draufklettern und kannst Sven aus der Vogelperspektive beim Fahren zuschauen. Ja. Gut. Gibt es noch Fragen hier aus der Runde an den Robert? Niemand hebt die Hand. Im Chat haben wir auch keine. Ne? Einer feuert Porsche an, okay, die Fans sind schon auf deiner Seite. Dann bedanke ich mich, dann bleibt jetzt noch der Hinweis, ADAC GT Masters morgen ab 16 Uhr live bei Nitro und bei TV Now. Ich hoffe, wir sehen uns morgen wieder, Pressekonferenz dann 18 Uhr. Vielen Dank fürs Zuschauen.